Im Nachhinein wünschen wir dir noch ein schönes neues Jahr und herzlich willkommen zu der ersten Videogang von dem Jahr, nämlich der Videogang Top Edition 266, der auch gleichzeitig der Winter Best of 2020 ist. In dieser Sendung findest du Rückblick, die seit dem August 2020 ausgestrahlt worden sind. Freu dich auch auf lustige Outtakes. Auch Schall macht Geräusch. Den hörst du zum Beispiel, wenn ein Flugzeug vorbeifliegt. Im Workshop im Reich der Töne haben Schülerinnen und Schüler dürfen mit Schall experimentieren. Er ist unsichtbar und trotzdem hört man ihn. Der Schall. Die Startbahn 29 im Innovationspark Zürich hat einen Workshop organisiert, wo man den Schall erforscht. Die 6. Klasse aus Fellanden hat so einen Workshop besucht. Über den ganzen Tag verteilt haben die Schülerinnen und Schüler die verschiedensten Experimente durchgeführt, wie zum Beispiel den Ton möglichst gut abzudämpfen. Einen möglichst lauten Ton zu erzeugen, oder mit einem Weinglas einen Ton zu kreieren. Trotzdem hat jeder ein anderes Lieblingsexperiment. Dass wir können ausmessen konnten, wie die Schallwellen sind und wie wir herausfinden konnten, wie das auch lauter wird, dass auch durch einen kleinen Spalt lauter wird und von einem grossen halt nicht so laut. Weil ich dachte, wenn es kleiner ist, dass es weniger laut ist und wenn es grösser ist, halt lauter ist. Wo man den Ton so anstellen kann und dann so auf und ab. Also wo man den Ton so mit dem Messgerät macht. Meine Lieblingsstelle war, glaube ich, zu messen, wie schnell der Schall ist. Die Schülerinnen und Schüler haben sehr viele neue Sachen in Bezug zum Schall entdeckt und haben auch vieles Neues dazugelernt. Also ich habe viel über Schall gelernt, wie man Schall dämpfen kann und wie schnell der Schall ist. Und ja. Ich habe gelernt, dass wir den Schall eigentlich ausmessen kann. Und das finde ich sehr interessant. Ich habe eben Neues gelernt, wie man eben das misst. Also wie man halt Schallwellen misst, eben das mit den Sekunden und mit 10 Meter und dann durchrechnen muss und so. Das habe ich neu gelernt. Die Schülerinnen und Schüler haben zwar viel gelernt an dem Tag, aber hat ihnen der Workshop überhaupt gefallen? Ist interessant, ich finde es cool. Ich habe viel gelernt. Eigentlich gut. Also ich bin da mit dem zweiten Mal und ja, es war eigentlich spannend. Doch der Schall ist nicht das Einzige, was die Startbahn 29 als Workshop anbietet. Wir machen aber auch Workshops rund um Elektrizität. Strom 1 heisst so ein Workshop. Das sind eigentlich Sachen, die wir mit Schulklassen oft machen, Strom oder eben auch Schall. Wir haben aber auch Workshops, die dann oft auch so ein Ferienprogramm zum Beispiel sind, wo wir den Kindern und Jugendlichen ein bisschen mehr Freiheiten geben, auf ein Ziel herzuschaffen. Wo man zum Beispiel Turboboot heisst einen. Da geht es dann darum, ein Boot selber zum Fahren bringen, selber einen Antrieb eigentlich erfinden, oder? Den Motor hat man nicht zur Verfügung. E-Mobil, dort lassen wir ein Auto laufen mit einem Elektromotor. Oder es werde Licht, das ist ein schwierigerer Workshop, wo es dann darum geht, eigentlich Bewegung in Strom umsetzen. Also man muss selber versuchen, Licht zu produzieren. Wir haben es ebenfalls mega interessant gefunden. Und wer weiß, vielleicht gehen wir ja irgendwann nochmal einen Workshop von der Startbahn 29 besuchen. Aber wie hat es überhaupt so weit kommen? Was ist da? Klar ist. Hier verschwinde ich und hier tauche ich auf. Also da verschwinden und da auftauchen. Also da auftauchen und da verschwinden, da auftauchen. Den Start der SpaceX. Den Start des. Des Raumschiffes. Des. Bei den Autos wird Benzin einfach rausgepufft. Einfach ins Nichts raus. Wir alle wissen, dass momentan auf der Welt sehr viel
Umwelt. Ach fuck, ey, ich kann gerade gar nichts. Was sie jetzt genau gemacht haben und wie das genau abgelaufen ist. Hast du das? Die der. Was? Oh, fuck. Tage, Strich, der, Strich, offenen, Strich, Türen. .ch. Wir würden uns freuen, wenn du auch kommen würdest. Zum ersten Mal haben wir beim Ferienplausch Ausstürmung gemacht. Wir haben verschiedene Kurse angeboten, welche wir in den nächsten zwei Sendungen zeigen. Was Kids genau gemacht haben und wie das abgelaufen ist, jetzt siehst du die ersten drei Kurse zusammengefasst. Im Rahmen des Ferienplausches ging es im ersten Kurs um die Musikproduktion. In dem hat Glenn mit uns zusammen einen eigenen Song geschrieben und produziert. In dem zweiten Kurs produzierte er seinen eigenen Musikclip dazu. Des Weiteren führten wir einen Kurs über Instagram und Co., wo wir den jungen Kids die Risiken sowie Möglichkeiten von Social Media erklärten. Wir boten auch einen 2D-Animation-Workshop an, in dem Franz, Dominik und Marc lernten, ihre eigenen Animationen mit After Effects zu erstellen. Hier siehst du die entstandenen Werke. Auch wenn du ein vorbildlicher Maskenträger bist, sie einfach nach dem Gebrauch ins Gebüsch zu werfen, solltest du nicht. In der Schweiz werden allein im Gesundheitswesen laut BAG pro Tag etwa 1,5 bis 2 Millionen Masken gebraucht. Dazu ist die Beschaffung von Masken und anderen Schutzmaterialien nach wie vor eine Herausforderung. Hinzu kommen nun die ÖV-Passagiere, die sich eine Maske überziehen müssen. Das BAG schätzt, dass pro Tag 2,5 bis 3,5 Millionen Masken verwendet werden. Hochgerechnet auf einen Monat ergibt das eine Summe von bis zu 105 Millionen Masken. Das ist allein in der Schweiz. Die Folgen auf der restlichen Welt, die sind kaum vorstellbar. Wie gefährlich weggeworfene Masken sein können, zeigt ein Vorfall, wo der Tierschutz eine Möwe aus einer weggeworfenen Mundschutzmaske befreien musste. Die Einwegmaske hatte sich um die Beine des Tiers gewickelt, dass der Vogel weder richtig laufen noch fliegen konnte. Und das ist nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen anderen. Du fragst dich jetzt bestimmt, ja, wie kann ich all das verhindern? So können wir das verhindern. Es ist ganz einfach. Benutze keinen Einwegmundschutz. Er wird ohnehin im medizinischen Bereich dringender gebraucht. Nähe deinen Mundschutz, wenn möglich, selbst. Am besten aus alten Stofffetzen. So verbrauchst du weniger Ressourcen. Und wenn das nicht möglich ist, kaufe Stoffmasken. Wirf die Masken noch nicht weg, sobald die Pandemie vorbei ist. Womöglich kannst du sie in Zukunft nochmal brauchen. Oder sie anderweitig verwenden, wie zum Beispiel an Halloween. Das ist ja bald. Und falls du die Maske doch wegwirfst, dann entsorg sie richtig. Und dabei vergiss nicht, die Bänder an der Maske abzuschneiden. So passieren Fälle wie bei der Möwe nicht mehr. Kann ich machen? Der. Wichtigste Tipps gegen die Essensverschwendung auf den Weg. Erstens, kauft euch eine Einkaufsliste. Dann reduziert die Produkte kaufen und dann einfach demnächst. Weil wir müssen uns einfach bewusst sein, dass momentan halt wirklich auf der Welt eine enorme Umweltverpestung da ist. Wir alle wissen, wir müssen Benzin verbrauchen, Diesel verbrennen, all das ist Umweltverpestung. Nein. Wow. Die geht's auf 8, 12, 8000. Ich bin. Freiwillige Helfer und Helferinnen sind überall tätig. Doch meistens werden sie ignoriert. Aber nicht bei der Gemeinde Wangen-Brütisellen. Denn dort findet seit ein paar Jahren der Freiwillige Award statt. Dort werden die freiwilligen Helfer geehrt.
Dort können nicht nur 60- oder 70-Jährige gewinnen und das jetzt das überwiesen. Denn dieses Jahr hat auch ein 70-Jähriger einen Preis gewonnen. Seit 6 Jahren ehrt die Gemeinde Wangenbrütisellen mit dem Freiwilligen Award freiwillige Helferinnen und Helfer. Wegen Coronavirus hat der Anlass vom März auf den September verschoben werden. Der Freiwillige Award ist in 2 Kategorien aufgeteilt: Freiwillige Award vom Jahr 2019 und Lifetime Award 2019 für freiwillige Arbeit. Unter den Nominierten werden jedoch nur 2 durch ihr extremes Engagement ausgezeichnet. Unter den vielen Nominierten ist der Freiwillige Award vom Jahr 2019 an die Marigl Selina, welche erst 17 Jahre alt ist. Dass sie aktiv und engagiert bei der Teilnahme vom Jugendprojekt Modelvorhaben Jugendpartizipation mitgemacht hat. Des Weiteren ist sie Gründungsmitglied von JUMI und hat dort die Rolle der Vereinspräsidentin übernommen. Der 2. Award, der Lifetime Award 2019 für freiwillige Arbeit, ist an Wieder Rudi gegangen. Er ist 61 Jahre alt. Da er sich schon seit Jahren bei Veranstaltungen vom Kulturverein engagiert. Sein Engagement gilt ebenfalls der Kilby Wangen und am Sportclub Wangen, wo er ehemaliger Vereinspräsident ist. Des Weiteren engagiert er sich auch bei regionalen und nationalen Orientierungsläufen. Er hilft auch aktiv bei den Natur- und Vogelschutzvereinen sowie bei Freisitzi mit. Preise, welche vom Künstler Kurt Schilling gemacht worden sind von der Gemeindepräsidentin überreicht worden. Beide waren sehr glücklich und überrascht. Der Preis war aber nicht das Ziel. Sie werden sich auch in Zukunft weiter freiwillig engagieren. Einige Menschen werfen gut erhaltene Lebensmittel einfach in den Müll. Nur weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Der Silvan hat dazu was zu sagen. Rund 2,5 Millionen Tonnen Nahrungsmittel landen jährlich in der Schweiz im Kübel. Das ist 1/3 von allen Nahrungsmitteln. Das entspricht etwa 140'000 volle Lastwagen, aneinandergereiht in einer Kolonie von Zürich bis Madrid. Von diesen 2,5 Millionen Tonnen Nahrungsmittel wären im Zeitpunkt der Entsorgung noch 2/3 genießbar. Das wäre etwa im Wert 2'000 Schweizer Franken pro Haushalt im Jahr. Wenn zum Beispiel bei einem Traubenstrauch eine Traube verfault ist, muss man nicht den ganzen Strauch wegrühren. Es langt, wenn man die verfaulte Traube und eventuell noch ein paar nebendran entfernt. Den Rest kann man nämlich noch essen. Man muss es auch nicht wegrühren, wenn es schon seit ein paar Tagen abgelaufen ist. Am besten vertraut man seinen eigenen Sinn, schaut nach Verfärbungen oder nach Schimmel und schmeckt dran. Da 50% von unseren Lebensmitteln importiert wird, verschwenden wir Ressourcen und Energie. Und demzufolge führt das dann auch wieder den Klimawandel an. So, jetzt zeige ich euch noch die 3 wichtigsten Tipps gegen die Essensverschwendung. Erstens, schreibt euch eine Einkaufsliste. Zweitens, kauft möglichst reduzierte Produkte, die demnächst ablaufen. Drittens, versteht das Ablaufdatum. So, das sind die 3 wichtigsten Punkte gewesen, meiner Meinung nach. Teilt doch das Video mit euren Kollegen und Kolleginnen, dass sie auch besser Bescheid wissen. Auch andere Firmen auf die Idee werden kommen. Wenn ich schon gerade da stehe, dann kann ich doch auch gerade sagen. Herzlich willkommen! Herzlich willkommen zu unserer neuen Top Edition 258. Neue Top Edition 258. Verschiedene Projekte realisiert. Kann ich? Du kannst starten, ich halte es einfach an. Okay. Am Montag, den 2. November. Verschissen. Ich stelle fest, dass ich mich mehrheitlich für. Die nächste
nächste Sendung, nämlich Top Edition 262, wird am 2. November, nicht am 2. November, sondern am 6. November. Finally! Noch vorbei. Wow! Nein, ich habe Ciao vergessen! Man findet immer mehr Pestizide im Wasser. Und jetzt gibt es eine neue Messmethode, die erstaunliche Resultate hervorgebracht hat. Die Schweiz hat sauberes Trinkwasser. Das ist jahrelang gesagt worden. Trotzdem haben wir alle gewusst, dass unsere Äcker mit Pestiziden und Dünger besprüht werden. Man hat einfach mal den Experten geglaubt, dass unser Trinkwasser trotzdem noch rein ist. Mit der neuen Messmethode hat man erst kürzlich extrem hohe Pestizidkonzentration gemessen. 170-fach höher als mit der alten Messmethode. Wenn es regnet, werden von den Äckern toxische Schwallen ins Gewässer gespült. Bäche sind viel voller mit Pestiziden, als wir angenommen haben. Der gemessene Wert von Giftschwallen ist für Kleinlebewesen in den Bächen tödlich. Das erklärt auch, warum die Biodiversität in den Gewässern so stark reduziert ist. Das hat zur Folge, dass Vögel und Fische ihre Nahrungsgrundlage verlieren und so sterben. Unter den Pestiziden in den Gewässern leiden aber nicht nur die Wasserlebewesen, sondern auch wir Menschen. Mehr als über 1 Million, darunter auch Kinder und Babys, trinken Wasser mit Pestizidrückstand über dem gesetzlichen Grenzwert. Ich finde den Wert erschreckend und bedenklich. Vor allem, weil wir selber dafür verantwortlich sind und uns selber Schaden zufügen. Eine pestizidfreie Landwirtschaft, das ist machbar. Mit mehreren Forschungen in pestizidfreie Anbaumethoden hat man die Erträge und Qualität verbessern. Ein grosser Teil der staatlichen Forschungs- und Beratungsgelder wird jedoch dafür verwendet, entstandene Schäden von Pestiziden, Dünger- und Antibiotika-Einsatz zu untersuchen. Meiner Meinung nach ist es bedenklich, dass wir, obwohl wir Lösungen und Alternativen haben, die auch funktionieren, wir die trotzdem nicht umsetzen. Da im Jahr 2018 eine Trinkwasserinitiative eingereicht wurde, heisst das, dass wir irgendwann mal darüber abstimmen. Aber ich glaube, man kann sich jetzt schon Gedanken über das machen. Natürlich müssen wir zuerst wissen, was die Initiative genau will. Aber ich glaube, wenn es um die Umwelt und um Gesundheit geht, ist es sich Zeit wert, sich darüber Gedanken zu machen. Wir sollten froh sein, dass wir in einem Land sind, wo wir abstimmen können. Und jetzt zu den versprochenen Outtakes. Die... egal. Der Timo und der Leon. Und... Wasserstoffautos. Nein, Wasserstoffbomben. Was? Ey. Gut, egal nochmal. Ey. Merry Christmas. A Happy New Year. Let's hope it's a good one. White or in fear. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Die nächste Sendung mit aktuellen Themen ist ab dem 15. Januar auf Teletop und am 18. Januar auf YouTube zu sehen. Und wenn du nicht so lange warten kannst, dann folge uns doch auf TikTok und Instagram. Tschüss! Wenn ich vom Gym heimkomme und verspannt bin, dann ist der Gerät sehr entspannt. Und wenn ich dann zu Hause bin und einfach keine Lust mehr aufs Gym habe, dann kann ich auch mal zu Hause bleiben und die Pads ankleben
Und das stärkt unter anderem auch meine Muskeln. Und was besonders gut ist, ist die Gratis-App. Mit der kann ich die ganze Zeit überhaupt steuern. Ich arbeite auf dem Bau und bin meistens, wenn ich heimkomme, sehr verspannt. Darum bin ich froh, als meine Frau das Gerät gekauft hat. So kann ich mich nach dem Feierabend meistens entspannen. Die Stimulation lässt sich stufenweise einstellen und das Gerät selber ist sehr kompakt. Ich habe früher in einem Büro gearbeitet, bin den ganzen Tag auf dem Stuhl gesessen und habe oft Rückenschmerzen und Gelenkschmerzen bekommen. Jetzt habe ich eine preisgünstige Lösung gefunden mit dem Gerät. Die Pads, die sind mehrfach anwendbar. Und ich bin froh, dass auch das App sehr einfach ist in der Anwendung.